Konfliktreise Nummer 7. 7, wow, ja, hast du dir gemerkt. Ja, ich kann sich Thema heute, Martina, bitte. Einfühlung bei kleinen Kindern, die noch nicht sprechen können. Weil ganz, ganz oft fragt ihr uns, was soll ich denn tun? Mein Kind kann noch nicht sprechen. Wie kann ich meinem Kind Einfühlung geben? Es kann mich doch gar nicht verstehen. Genau. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen zwei verschiedene Sachen. Martina ist das Kleinkind, du hast ja immer die Arschkarte, ne? Wir haben das vorher geübt. Sie ist der dominantere Part. Wir haben vorher geübt. Martina, wie sprichst du? Ja. Ja, sehr gut. Genau, jetzt bin ich am Tisch und ich nehme einen Löffel und hau den die ganze Zeit entweder auf den Tisch oder werfe ihn auf den Boden. Ja, was denn? Au! Stopp! Stopp! Der Löffel ist stopp. Au, oh, du willst spielen, ne? Zeig mal, was hast du denn da? Der Löffel! Ah! Oh, stopp! Aua! Ah, oh, das tut weh. Guck mal, jetzt habe ich den Löffel, sie hat die Hand losgelassen, jetzt kann ich ihn nehmen. Sie sagen, oh, du möchtest spielen mit dem Löffel, ne? Willst du nochmal anfassen? Ja, das ist lustig, ne? Das spielst du, genau. Die Frage ist, ich glaube, mein Kind ist satt. Ich kann jetzt sagen, stopp, der Löffel bleibt auf dem Tisch. Augenblick, ich komme gleich wieder. Yeah! Ja, jetzt hast du dich erschrocken, Mausi, ne? Jetzt hast du dich erschrocken. Ja, guck mal. Wie ich mit dir gesprochen habe. Ja, komm mal. Schatz, oh mein Schuss, kannst du mal anzeigen? Oh, die Kamera. Lass mal. Oh! Augenblick. So, in mein Kreuz. Ja. Oh. Du hast dich erschrocken, ne? Ja, komm mal, wie ich mit dir gesprochen habe. Ne? Ja. Merkt ihr, Martina redet ja nicht, die kann ja nicht reden. Mach's nochmal mehr. Nicht so laut. Hast du dich erschrocken, ne? Ja. Ja. Oh. Mensch, die gucken uns alle zu, Martina. Du wolltest den Löffel haben, ne? Ja. Ja. Komm mal, wir machen das mal zusammen. Das ist mir zu schwer. Oh, kann ich die mal machen? Also vielleicht kannst du das Kind auf deinem Schoß, also das ist einfach, also Martina wiegt halt doch ein bisschen mehr, als ich dachte. Ach, du wolltest mit dem Löffel, guck mal, mit dem Löffel machen wir das so, den rein und dann geht der in den Mund. Das ist jetzt mein Löffel. Möchtest du auch? Stopp, der Löffel bleibt auf dem Tisch, er kommt in den Mund. Wir machen es nochmal. Jetzt nehme ich deinen Löffel, weil ich nehme wegen Speichel. Willst du mitmachen? Löffel nehmen, ich behalte die Hand, ganz zaghaft und in den Mund. Oh, mach genau, bei mir. Nochmal spielen. Hast du gegessen? Okay, ich war mir unsicher. Also Ziel der Sache ist, du redest trotzdem die ganze Zeit. Ja, und dadurch, dass du sprichst, hast du die entsprechende Gestik, hast du die entsprechende Mimik. Und dadurch wird dein Kind spüren, dass du ihm Einfühlung gibst. Ja, und das ist ja auch das Ziel. Ja, habe ich. Also bis auf die Tatsache, dass ich dein Schoß saß, war es unbequem. Ja, ja, und das Ding ist, ich habe ja im Grunde genommen, Martina, nicht viel, also es war, die Message war ganz klar, ne? Das war positiv formuliert, stopp, der Löffel bleibt am Tisch. Mhm. Dann hast du es nochmal versucht, nicht um mich zu ärgern, sondern weil du natürlich, du wolltest ja spielen, du willst es ausprobieren, du bist neugierig. Wobei, also beim zweiten und ersten Mal wollte ich ausprobieren. Ja. Und beim zweiten Mal war ich sauer und deswegen habe ich den Löffel genommen und die vom Tisch geworfen. Sauer, okay. Genau, deswegen habe ich ja dann auch, also ich habe ja auch dann geschrien. Ja, ja, weil ich dachte, weil du, ich habe ja ziemlich klar Stopp gesagt, genau. Du hast dich erschrocken. Ich habe mich erschrocken. Ja, München, genau. Konzert. Wobei dieses klare Stopp sagen. Ja. Traut euch, dieses klare Stopp auszuformulieren, auch wenn ich dann geweint habe. Natürlich war das frustrierend, ja. Ich meine, Mama hat mir klar gezeigt, dass dieser Löffel, das ist doch Kacke, nicht das mit dem Löffel machen darf, was ich gerade möchte und ausprobieren möchte. Das heißt, es war für mich frustrierend. Ja. Nur dieser Frust ist in diesem Moment absolut entwicklungsfördernd, sofern er so liebevoll begleitet wird und ich dann auf den Schoß genommen werde und liebevoll getröstet werde, wie von Kathi. Weil häufig, ja, ist so diese Hemmschwelle so groß, diese innere Grenze, die ich selber spüre, so klar zum Ausdruck zu bringen. Und dadurch, dass Kathi mir klar gezeigt hat, dieser Löffel bleibt liegen, ja, und klar Stopp gesagt hat, habe ich die Orientierung und Sicherheit bekommen, diese Führung bekommen, die ich gebraucht habe. Und dann war der Switch, nachdem ich dir Einfühlung gegeben habe und deine Gefühle sich abgekühlt haben, ich dich nicht verurteilt habe, ich habe mich nicht angegriffen gefühlt, ich habe nicht gedacht, du machst das extra, sondern mir ist ganz klar, das ist hier, das brauche es auch, ja, dieses Ausprobieren, woher sollst du es wissen? Genau, und wenn ich nie dieses Stopp kriege oder nie weiß, wie das denn eigentlich ist, wenn ich mal was nicht genauso machen darf. Ich würde ja auch sagen können, Martina, zu dir, du kannst ja nicht sprechen, du bist ein Jahr oder so. Ja. Ich habe jetzt schon 5-mal gesagt,
der Löffel bleibt auf dem Tisch. Genau, dann, genau. Erzähl nicht mal auf mit dem Löffel. Ja? Genau. Ich war da die ganze Zeit. Genau. Ich habe ja auch, darf ich noch sagen, ich habe ja dann schon versucht, auch deine Hand zu nehmen. Ich habe die nicht gewaltig. Also nee. Ich habe sie geführt. Mhm. Ne? Du hast sie geführt. Ja. Okay. Und es ist in dem Moment einfach eine ganz verantwortungsvolle Aufgabe, so klar und bestimmt zu sein. Mhm. Und der Unterschied ist wirklich, da ist keine Gewalt, sondern da ist einfach eine Orientierung, die ich noch nicht habe. Ich denke mir, mit diesem Löffel kann ich machen, was ich Lust habe. Da kann ich andere bewerfen, ja, da kann ich alles kaputt machen. Ja. Weil das weiß ich ja noch nicht. Woher soll ich es denn auch wissen? Ich bin darauf angewiesen, dass da jemand ist, wie meine Mama, die mir zeigt, was ich mit dem Löffel tun kann und was eben nicht. Und es könnte sein, dass es morgen genau die gleiche Situation ist und dann wird die genauso begleitet. Das heißt nicht, dass ein Kind mit einem Jahr sich das einmal gemerkt hat und dann ist gut, sondern es kann durchaus sein, dass das jetzt eine Woche so geht. War halt einfach die Nerven. Genau, und weil ja meine Verbindungen im Gehirn auch erst entstehen dürfen, wenn ich ein Kleinkind bin, um zu verstehen, ah, okay, dieser Löffel, das meint sie wirklich ernst, ja. Dieser Löffel, der ist anscheinend wirklich dafür da, dass ich den nur in den Mund mache. Ich probiere das jeden Tag aber gerne auch mal wieder aus. Nicht, um dich zu provozieren, sondern weil es so viel Spaß macht. Und das stimmt, Mama macht das auch nur so mit dem Löffel, habe ich jetzt dann doch mal festgestellt. Schmeißt sonst keiner durch die Gegend. Gut, ja. Dann hatten wir noch ein anderes Beispiel, das haben wir uns überlegt. Du, was? Wir hatten noch ein anderes Beispiel. Ja, natürlich. Ach genau, ich habe einfach einen absoluten Wutanfall. Lass mich nicht beruhigen. Genau. Okay. Lass mich nicht beruhigen. Genau. Warum sagt man nicht Wutanfall? Warum? Weil es nicht, nicht gewollt ist vom Kind, sondern es bricht einfach aus dem Kind heraus. Im Grunde genommen ist Wut ja ein Gefühl und für mich ist ein Wutausbruch eigentlich ein starker Gefühlsausbruch. Das kann ja auch mal gar nicht Wut sein, sondern das kann eine Frustration sein, eine Verzweiflung. Da spiegelt sich alles in diesem... Und in dem Wort Anfall ist einfach so eine gewisse Wertung, als würde das Kind das mit Absicht machen. So. Genau. Ich habe auf jeden Fall einen Wutausbruch. Pass auf, wir machen so, du hast einen Wutausbruch, weil ich will dir was anziehen und du schmeißt es weg, okay? Und dann flippst du halt aus. So, jetzt machen wir das hier rein, so, wunderbar. Und jetzt machen wir noch das hier rein, dann hast du die Handschuhe an, wunderbar. Und jetzt kann man das, ne? Warum du willst mir was anziehen? Hab ich doch schon. Ach, du weißt mir was anziehen. Zeig ich nicht mehr, nochmal. Bitte spulen Sie zurück. Nein, ich habe, das ist das, was ich dir anziehe, Martina. Ach so, ja, ich stehe gerade. Ihr seht, wir üben immer richtig gut. Also es geht nochmal von vorne los. Ja, ich ziehe dir jetzt eine Socke oder, nee, also einen Handschuh. Ich ziehe dir doch keine Socke an. Mensch, Leute, was ist denn los heute? Das ist jetzt ein Handschuh, okay? Dann bitte, ihr kriegt einen Wutausbruch. Ja. Und mach mal die Hand hier einmal rein. Möchtest du nicht, ne? Das ist, ja. Also rein, dann haben wir es drin. Oh! Oh, ich bin erschreckt. Ja. Okay, mein Wutausbruch ist sehr stark. Ja, mach mal. Ja, ich schütze mich erstmal. Ich kann gerade nicht viel machen. Ja, oh, okay. Anfassen darf ich auch nicht. Ich warte mal ab. Komm mal her. Jetzt darf ich sie anfassen, offensichtlich. Es ist leider wieder mit. Können wir so tun, als ob? Ja, also ich bin eigentlich wieder auf dem Schutz. Auf dem Schutz. Okay. Also, Fakt ist, die Handschuhe kommen an. Die Handschuhe kommen an. In die Hand. So, machen wir drauf. Ja. Ich überlege jetzt mal ganz kurz diese scheiß Handschuhe. Warum ziehe ich überhaupt diese scheiß Handschuhe an? Weil ich kann sie auch einfach einstecken und erstmal, also ich muss dir jetzt keine Handschuhe anziehen. Das ist, wir haben sonst alles fertig. Ich stecke die ein. Also ich muss ja hier keine Prinzipienreiterei machen, verstehst du? Es ist nicht, es ist jetzt... Es geht nicht um Leben und Tod. Nein, genau, danke schön. So, ich packe die jetzt ein, gebe ich die Handschuhe. Ansonsten sind wir fertig und bist du bereit mitzukommen? Wäre jetzt, gucke ich jetzt, ob sie mitkommt. Mhm. Kommst du mit? Echt jetzt? Nee. Ich habe mich schon gewundert! Oh, Mausi, komm mal her, was haben wir denn jetzt vor? Brauchst du noch einen Moment? Ja, genau. Komm mal her. Okay. Ja, ist ganz sauer gewesen. Brauchst du noch einen Moment? Ja, komm, weißt du was? Wir machen das und du brauchst ganz viel Mama. Nee, ich nehme dich auf den Arm. So, und jetzt gehen wir los. Also, auf jeden Fall auch da redest du die ganze Zeit. Scheiß Handschuh. Ja, du redest die ganze Zeit, auch wenn dein Kind gerade total in der Wut ist, ja, wird dein Kind spüren, dass du es nicht für seine Wut verurteilst. Darum geht's. Dass dein Kind spüren kann, ich darf gerade wütend sein, ich darf mein Gefühl zeigen,
Und ich darf auch sagen, ich möchte diese Handschuhe nicht. Ich darf auch für mich als Kind diese Grenze zeigen. Na gut, wenn es jetzt was gewesen wäre, wo ich sage, das ist jetzt wirklich zwingend notwendig, dann wäre ich anders vorgegangen. Augentropfen zum Beispiel. Ja, das ist ein ganz anderes Thema. Können wir uns ja auch mal merken. Oh, yeses. Und Handschuhe habe ich jetzt gerade echt überlegt. Also ich meine, das ist jetzt einfach eine Prinzipienreiterei. Die stecke ich ein und beobachte einfach. Also vielleicht kannst du es auch einwickeln dann. Und dann habe ich gemerkt, sie war noch nicht bereit zu gehen. Und ich glaube, am Ende brauchtest du dann ganz viel Mama-Nähe und hab dich auf dem Arm mit rausgenommen. Das ist jetzt... Genau, also auch da ist es diese körperliche Nähe, weil Bindungshormone ausgeschüttet werden und dein Kind sich darüber beruhigen kann und die untere Hälfte des Gehirns einfach angesprochen wird, diese nonverbale Hälfte des Gehirns, damit dein Kind sich nonverbal von dir angesprochen fühlt. Weil es kann in dem Moment in dem Gefühl sowieso nicht klar werden. Was ich gemacht habe, ich dachte, du warst gerade ganz sauer, habe ich einmal kurz gesagt, dann habe ich an dem Moment nichts gesagt, du brauchst ganz viel Mama-Nähe und das war eigentlich so das... Also ich habe schon weniger geredet, als jetzt in den anderen Rollenspielen, kann man schon sagen. Ruhige Stimme, sanfte Stimme. Und ich habe auch erstmal gecheckt, was jetzt los ist. Habt ihr vielleicht gemerkt, es war so ein bisschen, okay, das mache ich jetzt. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir immer super souverän werden in den Momenten, ja? Also wenn ein Kind einen guten Ausbruch hat. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Ja, deswegen, also auch da, wenn da eine kurze Unsicherheit ist, völlig in Ordnung. Ja, erstmal abwarten, du weißt ja eh Bescheid. Erstmal kurz nachdenken, okay, ist es überhaupt wichtig, ist es was, wo ich unbedingt eine harte Grenze zeigen möchte oder nicht? Nee, war es für mich nicht. Wäre wieder ein anderes Beispiel, jetzt kommt hier die Aberschleife, aber was wäre wann, kommt mir nicht mit der Arbeitsschleife. Und mehr zum Thema Wut und starke Gefühle gibt es ja in unserem Adventskalender vom letzten Jahr. Also scroll einfach mal ganz runter oder geh auf die Playlist, glaube ich, ist da starke Gefühle oder so heißt das, ne? Wie heißt das? Du machst das immer. Für die denn? Genau, ja, in der Playlist zum Thema Adventskalender. Ah, da finden Sie die 24 Impulsvideos zum Thema starke Gefühle. Da gibt es noch mehr Impulse zum Thema Wuttersuch. Genau, und zusammengefasst, denk an deine Mimik, an deine sanfte Stimme, sprich trotzdem. Und ja, hab Vertrauen, dass dein Kind durch deine körperliche Nähe sich dann auch beruhigt. Und versuch dir klarzumachen, dass es völlig natürlich ist, dass dein Kind diese Gefühle hat. Es ist nicht nur natürlich, es ist auch zwingend notwendig. Genau. Und zwingend notwendig. Irgendwas wäre abnormal. Mhm. Gut, das war's für heute. Wir sehen uns wieder. Schalten Sie wieder ein. Hat dir unser Video gefallen? Das hoffen wir sehr. Abonnier unseren Kanal, kommentier unter dem Video und schenk uns ein Like. Damit hilfst du uns, dass wir so viele Eltern und Pädagogen wie möglich erreichen können. Und auf unserer Webpage konfliktengel.de kannst du dich für unsere Engelspost anmelden. Ja, und du erhältst bei der Anmeldung ein kostenloses E-Book zum Thema Wörter, auf die du in der Erziehung verzichten kannst. Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns total auf dich.